Hallo alle zusammen! Ja, ich wurde getaggt und zwar von Miss Delicious 82. Herzlichen Dank nochmal! Ich freue mich riesig, ich wurde das erste Mal getaggt. Ich schieße auch gleich los. Dieses Tag heißt This or That. Und natürlich geht es dort auch um Make-up. Und die erste Frage heißt Blush oder Bronzer? Ich sage Blush. Zweite Frage, Lipgloss oder Lippenstift? Ich liebe die Kombination Lippenstift und Lipgloss. Im alltäglichen Leben, sage ich mal, so arbeitmäßig und wenn ich mal vielleicht rausgehe mit Freunden, eher nur Lippenstift, aber wenn dann so das Partywochenende ansteht, dann eher Kombination Lippenstift und Lipgloss. Drittens, Eyeliner oder Mascara? Ich liebe Mascara. Mascara ist ein Must-Have in meiner Make-up-Kollektion. Ohne Mascara gehe ich nicht aus dem Haus. Also Must-Have bei mir. Eyeliner trage ich auch ganz gerne, aber kommt drauf an, was ich für einen Look schminke. Also ich bin eigentlich nicht so ein großer Eyeliner-Fan, also kommt immer auf meine Laune drauf an. Foundation oder Concealer ist die vierte Frage. Concealer benutze ich unter der Foundation, also bin ich für beides. Fünftens, dezenter, neutraler oder bunter Lidschatten. Ich mag es gerne bunt und ich mag es auch gerne neutral und dezent, weil im Alltag, genauso wie mit dem Lippenstift, bin ich eher, sag ich mal, der neutrale Typ. Meistens vielleicht nur Wimperntusche und die Lippen ein bisschen dezent geschminkt oder auch ein dezenter Lidschatten einfach noch obendrauf, je nachdem wie viel Zeit ich gerade habe. Und am Wochenende mag ich es dann auch mal gerne recht bunt, denn doch, bin relativ experimentierfreudig. Sechstens, gepresster oder loser Lidschatten? Sage ich gepresster Lidschatten. Siebtens, Schwämmchen oder Pinsel? Definitiv Pinsel. Kommen wir zu den Nails. Erstens, Kiko oder Rimmel? Ich kenne Kiko und ich kenne Rimmel. Ich mag Rimmel gerne, habe aber, was Nagellacke angeht, Rimmel noch nicht ausprobiert. Kiko sagt mir halt daher was durch andere Videos. Aber selber Produkte davon habe ich mir noch nie gekauft. Werde ich aber vielleicht mal ausprobieren. Zweitens, kurze oder lange Nägel? Ich bin für kurze Nägel, weil mit den langen Nägeln, das ist nicht so mein Ding. Ich komme eher mit kurzen zurecht. Und vor allen Dingen irgendwie habe ich Angst, anderen Leuten weh zu tun oder ich kratze mich selber und das nervt mich. Also das ist alles nicht so mein Fall, lange Nägel zu tragen. Drittens, falsche oder natürliche Nägel. Ich habe Gelnägel, sieht man, auch recht bunt und glitzerig. Sind aber meine natürlichen Nägel, muss ich dazu sagen. Viertens, heller oder dunkler Nagellack, bin ich für dunkler Nagellack. Ich mag es gern kräftig und dunkel. Fünftens, einfarbig oder aufwendig verzierte Nägel. Ja, wie schon meine Nägel gerade gezeigt, sind sie relativ bunt zurzeit. Ich habe gedacht, ich passe mich mal dem Herbst an, so braun-orange mäßig. Und trotzdem noch ein bisschen mädchenhaft, so glitzermäßig. Und ja, also ich mag es aber auch einfarbig. Kommt immer drauf an, wie ich gerade Lust und Laune habe. Kommen wir zum Body. Ist die erste Frage Parfüm oder Body Splash? Ich bin für Parfüm. Ich liebe Parfüm. Ich habe ganz viele Parfümsorten und ja, ohne Parfüm gehe ich auch nicht aus dem Haus. Zweitens, Body Lotion oder Body Butter? Da bin ich für Body Lotion. Drittens, ist Lush oder andere Badeartikelfirmen? Ja, Lush ist eine super tolle Marke. Ich finde Lush total klasse. Ich war auch schon in einigen Lush-Läden gewesen, aber habe mir allerdings noch nie was gekauft. Also ich bin zwar rein, ich habe mich umgeschaut, ich fand das auch alles total klasse und es hat gut gerochen, aber ja, ich habe noch nichts von Lush. Und so ansonsten Badeartikelfirmen habe ich auch keine bestimmte. Also wenn ich das jetzt nur aufs Baden beziehe, bade ich sowieso eher selten. Und wenn ich jetzt unter der Dusche mich wasche,
Dann benutze ich relativ oft Balea oder auch L-Vital für meine Haare. Kommen wir zu Fashion. Erstens Jeans oder Trainingshosen. Ja. Trainingshosen ist super. Wenn ich nach Hause komme, abends von der Arbeit, bin ich platt und ich ziehe meine Sachen so jeansmäßig aus und dann kommt die Trainingshose einfach ran. Und ja, ich finde es einfach super gemütlich, besonders auch am Wochenende, einfach wenn man mal richtig gammeln will und nichts tun will. Und dann, ja, ist die Trainingshose richtig angebracht. Jeans aber finde ich auch total klasse. Also ich trage jeden Tag Jeans. So. Im Alltag. Zweitens, kurze oder lange Ärmel. Im Winter definitiv lang. Und ich friere nämlich sehr schnell. Ich mag aber auch kurze Ärmel, weil, ja, wieso nicht? Im Sommer sowieso und ich mag beides. Drittens, Röcke oder Kleider. Mag ich auch beides. Es ist schwierig. Ich kann mich irgendwie nicht so wirklich entscheiden. Aber ja, ich bin so. Ich mag auch Röcke und ich mag auch Kleider. Viertens, Streifen- oder Karomuster. Eindeutig im Moment Karomuster. Ja, weil Streifenmuster ist nicht mehr so mein Fall. Habe ich eine ganze Zeit lang getragen. Muss aber nicht sein im Moment. Also eher würde ich zu Karo tendieren. Fünftens, Stiefel oder Boots. Würde ich sagen Boots. Sechstens, Schal oder Mütze. Schals ist auch ein Must-have in meiner Sammlung, weil jetzt so in der kalten Zeit, Winterzeit, Herbstzeit sowieso, aber auch einfach so als Accessoire, wenn ich mal weggehe, kommt auch ein Schal immer gerne in Frage. Und wenn es jetzt wieder Winter wird, dann auch mit einer Mütze in Kombination ist bei mir auch super klasse. Siebtens, kleine oder große Ohrringe. Wochenende, wenn ich auf Party gehe, mag ich es gerne groß an Ohrring, aber ansonsten so für den Alltag finde ich dieses Gebommel da an den Ohren und so ein bisschen nervig und dann trage ich eher so kleine Clips, so Stecker, meine ich. Ja, dann gibt es zur achten Frage Halsketten oder Armbänder. Ja, ich habe viele Armbänder, ich habe viele Halsketten. Es ist genauso wie bei den Schals. Ich trage auch relativ regelmäßig Ketten. Und Armbänder kommen eher bei mir nur am Wochenende vor, wenn ich rausgehe. Ich trage aber jeden Tag so ein Armbändchen. Das ist von meiner Freundin mit so einem kleinen Herzchen, falls man das sehen kann. So eine kleine Herzhälfte, eher gesagt. So. Und ja, das ist immer bei mir. Dann neuntens, hohe oder flache Schuhe. Hohe Schuhe ist einfach, das ist geil. Ich liebe hohe Schuhe, nur das einzige Problem an diesem Punkt ist, dass ich in hohen Schuhen nicht wirklich laufen kann. Also sagen wir mal in extrem hohen Schuhen. Ich habe mich jetzt rangetastet, sagen wir mal knapp 9 cm. Muss aber auch ein kleiner, breiter, relativ so breit, muss es schon sein. Also Pfennig, mit Pfennig absetzen kann ich definitiv nichts anfangen. Ja, und sonst trage ich aber auch gerne mal flache Schuhe. Zehntens, New Yorker oder H&M, würde ich sagen, H&M. Elftens, Jacke, Pulli oder Hoodie, würde ich sagen, Jacke. Kommen wir zu den Haaren. Erstens, glatt oder lockig? Ja, heute habe ich es recht lockig, aber ich liebe es eigentlich glatt. Ohne mein Glätteisen geht auch gar nichts bei mir, weil ich sehe sonst aus wie so eine Mähne und das geht wirklich gar nicht. Und ja. Ja. Drittens Bobbypins oder Haarspangen, würde ich sagen, Bobbypins. Viertens Haarspray oder Haargel, definitiv Haarspray. Fünftens kurze oder lange Haare, habe ich ja wie gerade eben schon bemerkt beantwortet, also lange Haare definitiv. Ja, und sechstens hell oder dunkel. Bei mir ist das stimmungsabhängig. Ich hatte jetzt fast knapp ein Jahr lang dunkle Haare gehabt und versuche jetzt wieder ein bisschen heller zu werden, aber nicht daran, weil ich jetzt wieder keinen Bock mehr auf dunkle Haare habe, sondern es lag daran, dass sie mir zu rötlich wurden. Das Braun wurde immer rötlicher und dann sah ich aus wie Pumuckl und das gefiel mir überhaupt nicht. Daher sage ich mir jetzt, okay, ich muss was ändern, ich möchte so nicht rumlaufen und bin wieder dabei, ein bisschen heller zu werden.
Ja, und der letzte Punkt von diesem Take This or That ist das Thema anderes. Und da ist die erste Frage Regen oder Sonne. Und da ist bei mir an erster Stelle die Sonne. Ich liebe die Sonne und Sonne muss sein. Zweitens Sommer oder Winter. Passt ja dann wieder mit der Sonne zusammen. Ja, also ich liebe den Sommer. Ich finde ihn total klasse. Ja, ich fliege gerne in den Süden. Ich genieße es einfach, wenn der Sommer da ist. Drittens, Frühling oder Herbst. Da tendiere ich eher zum Frühling, weil ich schlafen kann, aber irgendwie ist es schon schön und ja, die kahlen Bäume und Büsche kriegen wieder ihre Blätter und die Blumen fangen wieder an zu blühen. Es wird langsam wieder ein bisschen wärmer und ja, das ist im Gegensatz zum Herbst wirklich eine schöne Jahreszeit, der Frühling. Viertens, Schokolade oder Vanille? Ich hasse Vanille. Nee, also egal was für in entweder Deo oder Kerze oder Eis, alles was mit Vanille zu tun hat, ist für mich eklig. Und nein, ich kann Vanille einfach überhaupt nicht ausstehen. Und da ich aber Schokolade auch nicht wirklich mag, ja, weiß ich nicht. Also ich muss mich für eins von beiden entscheiden, und da fällt es mir nicht so schwer, da tendiere ich dann halt zur Schokolade. Und die letzte Frage lautet: Weihnachten oder Geburtstag? Ja, Geburtstag ist eine schöne Zeit. Geburtstag hat man auch einmal im Jahr. Weihnachten hat man auch einmal im Jahr. Aber ich würde sagen Weihnachten, weil Weihnachten ist einfach Familie pur. Es ist eine schöne, gemütliche Zeit. Ich liebe es, mein Zimmer zu schmücken, Kerzen aufzustellen, Lichterketten. Alles, was damit zu tun hat, Weihnachtsmärkte, finde ich total schön und Glühwein trinken und ach, ich liebe es einfach. Weihnachten ist einfach klasse. Und dann an Heiligabend mit dem Weihnachtsbaum und unter dem Weihnachtsbaum sitzen, Geschenke auspacken, ja, den Weihnachtsbaum schmücken allein schon, das finde ich super. Also da tendiere ich, auch wenn Geburtstag toll ist und es sich dann um einen halt an diesem Tag dreht und man auch Geschenk auspacken kann, ist trotzdem Weihnachten was Gemütlicheres für mich. Ja. Das war mein This or That Tag. Ich hoffe, ihr konntet etwas über mich erfahren, was ich mag oder was ich auch nicht mag. Ich fand es klasse, diesen Tag zu machen und ja, habe auch drei, die ich gerne taggen möchte. Und zwar ist das einmal die Pastanele. Also, wenn du Lust hast, dann kannst du auch gerne bei diesem This or That Tag mitmachen. Dann die Wanni 25991. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gerne mitmachen. Und die Ari Maili Triple M. Du bist auch herzlich eingeladen. Würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Alle drei. Alle anderen, wer Lust hat, natürlich auch, wer mein Video sieht. Und wer Fragen hat, der kann sich gerne bei mir melden. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ja, bis demnächst. Tschüss!